Dann leite ich über zum letzten Tag. Jérôme Segal, schönen guten Abend. Das Thema wird sein Dauerzustand, Ausnahmezustand. Es geht um Frankreich, wo die Anschläge der letzten Monate und Jahre zu entsprechenden politischen Auswirkungen führten. Da wollen wir hören, wie Sie das... auswirken wird. Der Vortrag ist hochgefahren. Guten Abend. Ja, ich bin Assistenzprofessor in Paris an der Universität Paris-Sorbonne und in Wien bin ich Mitarbeiter am Ludwig-Boltzmann-Institut für historische Sozialwissenschaften und nebenbei habe ich auch verschiedene Interessen. Und ja, ich werde so in 15 Minuten berichten. Es geht, wie Sie wissen, über die Situation in Frankreich. Es geht um diesen Ausnahmezustand seit dem 13. November. Und jetzt ist es die Rede, dass dieser Ausnahmezustand in der Verfassung fest geankert wird. Und das hat natürlich große Implikationen, auch netzpolitisch gesehen. Grob gesehen, es gibt drei Themen in diesem Ausnahmezustand. Es ist einerseits die Überwachung, also das ist vielleicht, was netzpolitisch relevant ist. Ich möchte auch einige Wörter über diese Hausdurchsuchungen spenden und auch Hausarrest. Das sind so wirklich die drei Themen. Da auf dieser ersten Seite sehen Sie, wie es ausschaut. Also das war am Saint-Malo-Mont im Nordosten von, Nordwesten von Paris am 21. November. Über 20 Polizisten sind in einem Bar gekommen, so ein Grill, Halal-Grill, und die haben wirklich alles verwüstet. Und der Betreiber war da, er sagte zum Beispiel für diese Tür ist auf, brauchen Sie nicht kaputt zu machen, aber die Polizisten haben das kaputt gemacht, obwohl es auf war. Und es gibt lauter solche Geschichten, die man auch nachlesen kann, auch in den offiziellen Medien. Also es ist ziemlich beeindruckend, was sich in Frankreich abspielt. Der Ausnahmezustand, also die Idee, wie Sie sicher wissen, das ist eine Schwächung der Gewaltentrennung. Man unterscheidet so drei Mächte, legislativ, exekutiv und judikativ. Und durch diesen Ausnahmezustand verlieren eigentlich die Legislative und Judikative und die Exekutive, also die Polizei, darf ungefähr machen, was sie wollen. Die Gefahr lautet überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit. Das findet man schon auf einige Mauer in Frankreich. Police partout, Justice nulle part. Die Geschichte ist auch nicht uninteressant, also ich bin von Bildung her Historiker. Es wurde im Rahmen der Algerienkrieg eingeführt, 1955. Und es gab gleich ein Gesetz und es wurde gleich angewendet. Später auch 58 und 61, also immer noch im Algerienkrieg, in Frankreich 54 bis 62. Viel später, 1985, wurde es auch angewendet in Neukaledonien. Und vor 11 Jahren, als es diese gewalttätige Unruhen in Frankreich gab, also diese sogenannte Crise des Banlieues, das sind alle Punkte, wo es wirklich gebrannt hat, also Autos und auch Supermärkte und so. Also das haben Sie vielleicht noch in Erinnerung. Die Anwendung, das ist interessant, laut diesem Gesetz von 55 ist es nur für 12 Tage. Und wenn es mehr als 12 Tage sein soll, dann braucht man ein Gesetz, also es muss ein Gesetz kommen. Die Maßnahmen, es ist einerseits Hausarrest. Da sehen Sie, wie viele Hausarreste bis Mitte Februar entschieden wurden. Wenn man unter Hausarrest steht, muss man dreimal am Tag zum Polizeirevier gehen. Egal, ob der nächste Polizeirevier für die Leute, die am Land leben, 10 oder 15 Kilometer weit ist. Also es verursacht auch große Komplikationen. Es gibt auch Hausdurchsuchungen ohne Richter, ohne Beweise, also eine Vermutung reicht, also offiziell heißt es, wenn es ernste Gründe gibt, die zu vermuten bringen, dass diese Person vielleicht gefährlich sein könnte.
Da sprechen wir auch von über 3000 Hausdurchsuchungen. Interessant auch, Anfang Jänner hat man gesehen, es gab schon über 3000 Durchsuchungen, knapp 400 Hausarreste und nur 4 Fälle, die vielleicht irgendwann mal eine Beziehung zu Terrorismus haben könnten. Also es ist nicht sehr effektiv, ja? Präfet, das ist in einem Kreis, in einem Landeskreis, das ist ein bisschen wie Landeshauptmann in Österreich, ja. Oder? Ja. Bezirksamt. Ja, genau. Ja, so. Es gibt auch Demo-Verbote, also schon am 22. November. Leute wollten Asylsuchende unterstützen und die Demo wurde verboten. Es gab auch sehr viele Demos, die für die COP21, also diese Klimakonferenz, angekündigt waren und verboten wurden. Es gibt eine Wiki, die findet man online, wo alles wirklich erklärt ist. Und da sehen Sie, das können Sie alles nachlesen. Also die Quellen sind meistens auf Französisch. Aber und mein Mini-Vortrag ist übrigens auch auf meiner Webseite, also jerome-segal.de. Es ist interessant, weil sehr viele Biobauer, die früher ein bisschen so rebelliert hatten, weil sie zum Beispiel nicht wollten, dass man diese Pestizide, also diese Glyphosat, also Leute, die ein bisschen bei den Grünen waren und gerne demonstriert haben, die wurden unter Hausarrest gestellt. Es gibt so diese, also mit Blumenkohle kann man normalerweise keine Bomben anzünden, mit Artischocken auch nicht. Und der Innenminister Bernard Cazeneuve hat das rechtfertigt am 28. November. Er sagte, ja, diese 24 Personen, die Biobauer sind, haben wir unter Hausarrest gestellt durch diesen Ausnahmezustand, weil sie sich ausgedrückt haben und sie haben gemeint, dass sie vielleicht doch demonstrieren wollen, obwohl es ein Demoverbot gibt. Was jetzt für Sie vielleicht relevanter ist, netzpolitisch gesehen, es gibt seit November 14 ein Gesetz gegen Terrorismus, wo man ganz leicht Webseiten sperren kann. Es wurden eigentlich nur 89 Webseiten gesperrt und man kommt dann, wenn man diese Seite, diese URL angibt, bekommt man diese, sie wurden umgeleitet zu Innenministerium. Man kann auch, es ist auch interessant, man kann selber Internetbenutzer denunzieren und es gibt eine Seite dafür. Ich werde das gleich zeigen. Und es gibt 130.000 Meldungen pro Jahr. Also das heißt, jeder Bürger kann andere Bürger denunzieren und dann wird es natürlich untersucht. Es gibt Internetsperre für manche Benutzer auf Anordnung des Innenministers. Und das ist auch in diesem Gesetz, während einer Durchsuchung dürfen die Polizisten alle Daten auf den Computer kopieren. Also das ohne Richter, ohne dass ein Richter das befürwortet. Das ist die Webseite, um Personen oder Webseiten zu melden. Also internetsignalement.gouv.fr. Und das ist zu klein, um das richtig zu lesen, aber das ist nur ein Teil von alles, was am 24. November passiert ist, auf diese Wiki von diesen Aktivisten, die engagiert sind gegen diesen Ausnahmezustand, gibt es eine Auflistung von allen Hausdurchsuchungen, alle Hausarrest und so. Und man sieht, dass das meistens nichts mit dem 13. November, also dieser Attacke in Paris, zu tun hat. Das habe ich immer unterschrieben. Und interessant, in Lusignac, in Dordogne, also in Südfrankreich, um 7.20 Uhr, das ist wirklich alles zeitlich aufgelistet, es wurden Biobauer, es kam zu einer Durchsuchung und die waren alte Grünen, alte 68er und ein Gerät wurde benutzt, um alle Inhalte vom Computer zu speichern, also eine Kopie zu machen. Es ging aber leider nicht für einen Computer mit Ubuntu drauf. Also das ist auch, das ist im Artikel so geschrieben. Ich fand es ziemlich lustig. Manchmal sind die Polizisten auch in falschen Wohnungen gekommen, haben auch alle Türen kaputt gemacht und so. Also es gibt
Es geht leider, es funktioniert nicht so gut, wie die Polizei das wünschen würde. Es gibt auch einen gewissen Widerstand in Frankreich. Also wie Sie wissen, in Frankreich gibt es sehr viele Demos und so, also die, wir demonstrieren gerne. Es gibt aber auch diese European Court of Human Rights. Und da gibt es auch für die Leute, die netzpolitisch aktiv sind, einen berühmten Case, also Klass gegen Deutschland, 78. Und da steht es wirklich schwarz auf weiß, dass der Staat nicht so weit in der Überwachung gehen darf. Und um das zu vermeiden, hat Frankreich, also die französische Regierung, hat gleich am 25. November mitgeteilt, dass Frankreich eine Derogation benutzen wird, um nicht unter dieser European Court of Human Rights stehen zu müssen. Und das ist auch so rechtfertigt mit gewissen Artikeln. Und es ist eigentlich, wenn es einen Kriegszustand gibt, dass man das machen darf. Le Monde ist ein bisschen wie der Standard in Frankreich, so ziemlich etablierte Zeitung. Und ein Journalist von Le Monde, Laurent Bourdon, hat auch so ein Observatoire gemacht, so eine Überwachungsstation. Also es gibt eine Überwachung von der Überwachungsmethoden. Wird alles gemeldet und es wird sehr viel geschrieben über was passiert. Etat d'urgence ist auch eine gute Webseite, also ausnahmezustand.fr. Oder nous ne céderons pas, wir werden nicht nachlassen. Stop Etat d'urgence. Es ist auch interessant zu sehen, in den USA, es wurden auch Webseiten geblockt wegen Pädophilie. Und aus diesem Host, also diesem großen Server, wo diese 10 Webseiten waren, waren auch 88.000 andere Webseiten, die auch damit geblockt wurden. Es entsteht also eine Art Zensur auf Internet. Und Leute melden immer, dass Dschihadisten-Seiten, die geblockt sind, tauchen gleich in ein paar Stunden wieder auf, unter anderem aus. Also diese Zensur funktioniert nicht so gut. Letzter Punkt, in Österreich gibt es einen Film, der ein bisschen über Kontrollmechanismus redet. Das ist der Film von Werner Botha, alles unter Kontrolle. Also ab seit Dezember kann man diesen Film sehen, ist sehr empfehlenswert. Es gibt auch Demos in Frankreich, zum Beispiel kommt die nächste Demo am 12. März gegen diesen Ausnahmezustand und das wird in Paris sein, aber es gibt auch in anderen Städten. Und als Erinnerung auch wieder ein Zitat von Benjamin Franklin, make yourself sheep and the wolves will eat you. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Jérôme Segal, vielen Dank für den doch auch heftigen Tatsachen. Gibt es da Fragen dazu? Danke. Mich würde interessieren, gegen wie viele dieser denunzierten Personen tatsächlich die Denunzierung haltbar geblieben ist und wie viele davon sozusagen als nicht zulässig dann, wo das zurückgenommen werden musste. Ich weiß es nicht. Ich könnte nachschauen, ob die Info zur Verfügung steht. Ich nehme an, es ist sehr wenig. Ich nehme an, es ist sehr wenig, weil alle können Nachbarn oder irgendjemand denunzieren. Und auch bei den Hausarresten, das wird auf einer Seite, es gibt nur diese Hausarreste, es gibt nicht so viele. Da kann man Infos über alle Hausarreste aus Durchsuchungen finden. Und in sehr vielen Fällen ist es zu nichts geworden und ich nehme an, es ist auch bei dieser Seite der Fall. Was mich jetzt noch interessiert hat, war, wie schaut es da aus mit den Expats, da in Wien zum Beispiel, weil ich jetzt gelesen habe, eben die Demo, findet die dann vielleicht auch vor der französischen Botschaft statt oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht, ob ich gut verstanden habe. Es gab eine Demonstration in Wien
vor der französischen Botschaft gleich nach den Attacken, um Solidarität auszudrücken. Aber gegen diesen Ausnahmezustand, soweit ich weiß, gibt es nichts in Wien. Und ich glaube, wenn es was gäbe, würde ich es wissen. Wie wird das eigentlich in der breiten Bevölkerung aufgenommen? Gibt es da so ein Gefühl, das ist notwendig, oder regt sich da auch in der normalen, nicht betroffenen Bevölkerung Widerstand gegen solche Maßnahmen? Es gab eine Umfrage am 27. November und 87% von den Franzosen haben diese Maßnahmen befürwortet. Es ist natürlich nicht aufgeteilt, die Hausdurchsuchungen, Hausarreste, die Überwachung, die Demoverbote, aber insgesamt die Entscheidungen der französischen Regierung wurden mehrheitlich befürwortet, leider. Jetzt nachhakend auf diese Umfrage des am 27. November, das heißt, es war 2 Wochen nach den Attentaten, hat es danach schon einmal noch eine Umfrage gegeben? Weil direkt 2 Wochen nach diesen Anschlägen kann ich schon verstehen, dass die Leute vor lauter Schiss einfach sagen, ja, finde ich okay. Aber inzwischen sickert vermutlich eher die Idee, dass das nichts bringt, und von dem her wäre es wahrscheinlich eine gute Idee, da nochmal nachzufragen. Mich würde einfach nur kurz interessieren, wie läuft eine Internetsperre für eine Person? Was genau bedeutet das? Also zur ersten Frage. Die Diskussion in Frankreich ist nicht so sehr über diese Vielfalt von den Maßnahmen, sondern es ist auf eine Maßnahme fokussiert. Das ist die Tatsache, dass Leute, die 2 Staatsangehörigkeiten haben, wenn sie Terrorismusakten, wenn sie in solchen Akten involviert sind, wird man die französische Staatsbürgerschaft entziehen. Und das ist natürlich lächerlich, weil die Leute, die Kamikaze sind, also die Selbstmord begehen wollen, das ist ziemlich egal, dass sie nicht mehr französisch sein werden. Also die Diskussion ist sehr viel um diesen Thema, darüber, weil sehr viele Leute in Frankreich haben 2 Staatsangehörigkeiten, zum Beispiel Algerier und Franzosen. Und es gibt Umfragen zu diesem Punkt, aber nicht so sehr über diese Breite von Maßnahmen, die getroffen wurden. Oder ich müsste nachschauen, also ich kann nachschauen, aber ich weiß es nicht. Und die Internetsperre, es gibt Listen von Leuten, die keinen Provider haben können, nehme ich an, also die sich nicht bei den Hauptanbietern melden können. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich effektiv ist, weil man kann auch problemlos so eine SIM-Karte kaufen und Internet am Handy haben oder so. Also das ist, es gibt auch, diese Gesetze sind immer neu, aber sobald sie durch sind, durch Senat und so, ist es schon technisch gesehen ein bisschen veraltet, ja. Ja, eine innenpolitische Frage. Im Zuge der ersten Maßnahmen hat ja Hollande einen relativen Popularitätsschub bekommen. Der hat sich aber inzwischen besprochen, der ist wieder weg. Und soweit ich das mitgekriegt habe, kommt jetzt von der Seite der Aubry und ihrer Kollegen die schwere Attacke, ob es denn überhaupt, und es wird an seinem Sessel gesägt, dass es raucht. Hat das irgendwelche Zusammenhänge mit diesen Dingen, oder wird das sowieso durchgezogen, egal was jetzt der Präsident macht oder so? Hollande und der Premierminister Valls wurden sehr viel verstärkt nach diesen Attentaten, aber mit diesem Entzug von französischer Staatsbürgerschaft hat es schon einen großen Tief gegeben und seit 3-4 Wochen noch einen größeren Tief, und die Umfragen sind jetzt wirklich sehr, sehr tief, also gegen 20% der Franzosen sind mit François Hollande und Manuel Valls zufrieden. Vor allem, weil es eine Reform von Arbeitsrecht gibt. Es ist wirklich, was die
rechte Partei in Frankreich sich immer gewünscht hat, hat François Hollande gemacht. Also Kündigungsfristen sind abgeschafft und es ist jetzt sehr leicht, also eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Und deswegen ist es wirklich ganz tief und es kommt auch zu einem großen Demo am 9. März in Frankreich. Überhaupt nicht wegen Ausnahmezustand, sondern gegen diese Arbeitsrechtsänderungen. Also man kann davon ausgehen, dass die Franzosen zwar unzufrieden sind mit dem Hollande, aber das mit dem Ausnahmezustand... Ja, es ist zweitrangig geworden, ja, dieser Ausnahmezustand jetzt. Mich interessiert, gibt es da jetzt danach, nach diesen Anschlägen, eine Zusammenarbeit in der EU verstärkterweise auch? Oder ist es nur national die französische Polizei und ihre paramilitärischen Einheiten? Und dann sehe ich aber sehr wohl eigentlich einen Zusammenhang. Frankreich ist in den letzten Jahren, in den paar letzten Jahren, sehr aktiv geworden in Einsätzen in Afrika zu der Islamfrage. Ja, in Zentralafrika, in Tschad, ja, in der Verfolgung der islamischen Ausbreitung dort, die ja nicht immer islamistisch ist, wie man so schön sagt, sondern auch Zwangschristianisierung findet jetzt statt, ne, ja, in Zentralafrika von Soldaten da aus Europa und ja, und in Syrien selber schon vorher gewesen ist, ja, mit dabei, fünf Jahre lang gegen das Regime Assad zu arbeiten. Ist das aufgearbeitet eigentlich in der Öffentlichkeit oder geht das hier in Österreich zu? No? Davon weiß man nichts, da will man nicht auch nicht viel wissen, sondern die Anschläge, das ist das Schlimme. No? Also ich glaube nicht, dass die Anschläge die Kooperation mit den USA oder anderen Verbündeten geändert hat. Diese Aktion, das ist vor allem in Syrien, wo Frankreich ziemlich massiv involviert ist, aber ziemlich massiv, das ist noch ein Bruchteil verglichen mit was die USA dort machen und die Russen auch seit ein paar Monaten. Aber was die französische Politik in Afrika, ich glaube nicht, dass es mit diesen Anschlägen zu tun hat. Ja, nicht wirklich. Vielleicht sehen Sie einen Zusammenhang bei den Hausdurchsuchungen in dem Sinn, dass von Seiten der Polizei der Exekutive gezielte Einschüchterungspolitik gemacht wird gegen bestimmten politischen Aktivismus? Auf jeden Fall, ja. Weil, man hat gesehen, es wurde sehr viel gegen Leute, die ein bisschen so Anarchisten oder Grüne sind, also die Marxisten, Trotzkisten, also alle diese kleinen Gruppen, die immer in Frankreich sehr aktiv sind. Ich glaube, die Mehrheit von den Durchsuchungen sind überhaupt nicht gegen Dschihadismus oder so gerichtet. Also das ist wirklich die Gelegenheit für die Polizei, zum Beispiel auch sehr viel gegen Waffen- oder Drogentrafik. Das ist nicht so sehr wirklich im Kampf gegen Dschihadismus oder Salafismus in Frankreich. Okay, gibt es im Publikum noch Fragen? Dann danke nochmal vielen herzlichen Dank für den spannenden Vortrag, Jérôme Segal, und ich...